Ja, Kopfbedeckungen stecken Menschen in bestimmte Schubladen und die Ausstellung Hut ab zeigt, was für Schubladen das waren und fragt auch, ob diese Zuordnungen immer so ganz eindeutig waren oder sind. Und wir beginnen mit Kopfbedeckungen, die aktuell in den Schlagzeilen sind. Kopftüchern. Das islamische Kopftuch, ein Aufregerthema heutzutage. Und das erste Objekt unserer Ausstellung ist das Kopftuch von Fereshta Ludin, die berühmt wurde, weil sie vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hat, darauf, dass sie als kopftuchtragende Lehrerin in Baden-Württemberg arbeiten möchte. Die Frage, die wir stellen, ist, wofür steht dieses Kopftuch? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Wir zeigen verschiedene Kopftuchträgerinnen hier in der Ausstellung, erzählen verschiedene Geschichten und zeigen, dass man es eben nicht pauschal sagen kann, weil hinter jedem Kopftuch steckt eine persönliche Geschichte, eine individuelle Geschichte, die man berücksichtigen muss. Kopfbedeckungen zeigen den Beruf eines Menschen an, seine Religion, aber sie dienen auch einfach dem Schmuck. Und gerade um 1900 waren prunkvolle Federhüte Mode, was allerdings politische Folgen hatte, denn diese Federmode führte dazu, dass seltene Vogelarten, gerade der Paradiesvogel in Papua-Neuguinea, beinahe ausgerottet worden wäre. Und es war die Stuttgarterin Lina Hähnle, die den Vogelschutzbund begründet hat, der gegen diesen Raubmord an der Vogelwelt vorgegangen ist. Und aus diesem Vogelschutzbund hat sich letztlich der heutige Naturschutzbund NABU entwickelt. Kopfbedeckungen wurden und werden auch dazu benutzt, eine Gesinnung auszudrücken, einen politischen Standpunkt klarzumachen, ein Statement zu setzen. Und die berühmteste politische Kopfbedeckung haben wir hier, die französische Jakobinermütze. Wir zeigen hier ein Originalexemplar von 1795. Das ist also eine Mütze, die für Revolution steht, für Freiheit steht, aber auch für Gewalt steht, Terror und deswegen auch als Blutmütze verschrien wurde. Man findet sie heute noch auf Karikaturen, wenn die französische Marianne zu sehen ist. Besonders symbolträchtige Kopfbedeckungen sind die Helme der Polizei. Die Schutzhelme werden häufig als martialisch kritisiert, haben aber auch eine Schutzfunktion. Gerade der Helm, den man hier sehen kann, ein ballistischer Schutzhelm, hat einem Polizisten beim Amoklauf 2017 in Konstanz das Leben gerettet. Diese haubenartigen Gasmasken stehen für das Grauen des Krieges. Sie wurden 1938 von dem Unternehmer Otto Kaufmann für die Belegschaft seiner Textilfabrik angeschafft und sollten die Mitarbeiter vor einem eventuellen feindlichen Giftgasangriff schützen. Eine düstere Ikone sehen wir hier, den Stahlhelm. In der Mitte, dieser deutsche Stahlhelm, gehörte Ernst Jünger. Er zeigt Einschusslöcher, denn dieser Helm hat Ernst Jünger im Ersten Weltkrieg vermutlich das Leben gerettet. Er hat feindliche Geschosse abgebremst, sodass Jünger mit einer leichten Kopfverletzung überlebt hat. Diesen Helm, zusammen mit einem britischen Stahlhelm, den Jünger im Ersten Weltkrieg erbeutet hatte, hatte er auf seinem Schreibtisch aufbewahrt als Erinnerung an seine Kriegszeit. Das wertvollste Stück unserer Ausstellung ist dieser lederne Reisehut. Er gehörte Friedrich Schiller und er steht sozusagen für seinen Ausbruch aus der schwäbischen Heimat in die weite Welt. Unsere Ausstellung zeigt symbolische Hüte, Hüte, die zu Symbolen wurden. Sie zeigt aber auch, dass diese Symbole teilweise wieder verschwunden sind. Der Schnotzhut zum Beispiel war um 1800 der Schwarzwaldhut. Heute ist es der rote Bollenhut. Am Ende unserer Ausstellung stellen wir die Frage: Was tragen die Menschen in Baden-Württemberg heute auf dem Kopf? Vorschläge sehen Sie hier, fantasievolle Kreationen der Modistinnen Baden-Württemberg, die geeignet sind für die S-Bahn, aber auch für die Rennbahn und die vielleicht dazu animieren, sich auch so ein schönes Stück zuzulegen, gemäß dem Motto der Vitrine: Hut auf!